Amame. Sabes que todo me lo puedes pedir. Amame. Importa cuando estoy contigo. Contigo todo lo he hecho al olvido. Ven, amame. Y moriría, daría mi vida de noche y de día. Tu amor me guía, yeah, yeah. El dolor de mis heridas, tus besos los eliminan. Me sacaste esta agonía, mi bebé. Ich fühle mich immer noch mega krass, ich realisiere es fast nicht und was ich aus dem Ganzen auch gelernt habe, ich muss sagen, ich war dieses Jahr auch oft so ein bisschen unruhig, wollte wissen, wie gross wäre Amame geworden, wenn Corona nicht gewesen wäre, also ich habe mir diese Frage schon auch gestellt und eigentlich ist keine von diesen Fragen berechtigt, ich bin jetzt mega happy, wir haben eigentlich geschafft, trotz dieser schwierigen Zeit. Eben der Track, es ist der erste Schweizer Track gegangen, wo Platin gegangen ist, der einzige in der Top 100, jetzt noch Top Hit bekommen, beste Hit zum dritten Mal, spanische Musik, früher haben mir die Leute gesagt, es ist ein Nischenprodukt. Also was ich dazu will sagen, wirklich träumt, gross, ihr bestimmt, wie eure Welt ist, wie jeder bestimmt, wie seine Beziehung ist, alles kann man selber bestimmen, man muss es nur genug lang verfolgen und es wird gut gehen, vergesst es nicht. Best Male Act geht in diesem Jahr an. Kannst du ihn gerade holen, er steht parat. Loco Escrito! Eso! Por acá otro latino, ya saben, la comunidad latina rompiendo hasta por estos lados fríos. Hey, muchas gracias, Don Juan, number quoted hand. Ah, der muss ich mitnehmen. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich einen bekomme, wo der Name schon draufsteht. Das ist das erste Mal ein nicht Best Hit Award. Merci vielmals. Ja, einerseits kommt alles gut an, wo echt ist und wo Lebensfreude versprüht und wo Echtheit. Also im Leben geht es um echt sein. Und das Zweite ist, glaube ich, auch die Frau hat uns sehr geholfen. Also die Frau war empfänglicher schon mal für Latino-Sachen in unserer Gesellschaft. Vielleicht auch das Zumba ein Stück weit. Zugänglichkeit vom Tanz. Also es ist doch etwas Einfaches zum Tanzen und man traut sich gern. Und es ist, glaube ich, schon eine Kultur, die sehr positiv ist. Und jeder Mensch hat gern Positivität. Es ist, und es ist sehr positive Musik. Ich würde jeden Stein zurückgeben zum Wieder auf die Bühne. Alles. Also ich würde wirklich, das ist der Sens vom Dasein. Und ich mache auch weiter, weil ich weiß, dass der Tag kommt, wo man wieder auf die Bühne kommt und es wird umso schöner. Ich sage, es ist wie eine Fernbeziehung, auch mit den Fans und du kannst keinen Sex haben. Und der Teil, wenn der Sex wieder kommt, wird er umso geiler, oder? Also es wird wirklich explodieren, wenn wir wieder auf die Bühne kommen.